sieht nicht gerade stabil aus. Sicher, dass Takemura dir nicht ein kleines Upsi eingebaut hat? Fuck! Ich wäre fast gestürzt! Sei vorsichtig! Du darfst nicht auffallen! Hab ich doch gesagt. Schweigen ist nicht Gott. Es ist der Klang einer gelöschten Flamme. Saburo Arasaka. Musst du runterkommen. Sei vorsichtig. Das machst du gut. Vorsichtig. Ich brauch dich lebend. Vergiss das nicht. Geschäftspartner gedacht, sondern für seine Feinde. Und es ist kein Zufall, dass ich sie in dieser Stadt ausspreche. Denn vor 50 Jahren zeigten unsere Gegner hier in Night City ihr wahres Gesicht. Ein feiger Terror, der Da kommt! Sehr dich! Mein Vater! Oh.
musst du runterkommen. Sei vorsichtig. Das machst du gut. Vorsichtig. Ich brauch dich lebend. Vergiss das nicht. Denn vor 50 Jahren zeigte man sich Schweigen ist nicht Gold. Es ist der Klang einer gelöschten Flamme. Saburo Arasaka am 3. März 1942 in einem Gefangenen der Guadalcanal abgeschossen wurde. Saburo Arasaka, Pilot der 3. Schwadron mit dem Rang Hauptfeldwebel. Gründer und CEO des größten und besten Abwehrunternehmens der Geschichte. Soldat, Industrieller, Visionär. Mein Vater. Diese Worte sind nicht für seine Freunde, Familienmitglieder oder Geschäftspartner gedacht, sondern für seine Feinde. Und es ist kein Zufall, dass ich sie in dieser Stadt ausspreche. Denn vor 50 Jahren zeigten unsere Gegner hier in Night City ihr wahres Gesicht. Ein feiger Terrorist, der 4000 Menschen das Leben kostete. Alles Angestellte der Arasaka Corporation. Alles Einwohner von Night City. Der Arasaka Tower bröckelt. Und doch. Doch erhebt sich seine Spitze nach wie vor über den Dächern dieser Stadt. Er thront mächtiger und beständiger als je zuvor. Vor kurzem fiel mein Vater. Die Tat richtete sich gegen seine Werte, die wir alle teilen. Und so wird Night City bezeugen, dass sich die Arasaka Corporation stärker denn je aus der Asche erheben wird. So wie vor 50 Jahren. Es geschieht. Es hat bereits begonnen. Hört zu. Denn wir werden nicht schweigen. Schweigen ist nicht Gold. Es ist der Klang einer gelöschten Flamme. Schweigen ist nicht Gold. Es ist der Klang einer gelöschten Flamme. Saburo Arasaka am 3. März 1942 in einem Gefangenenlager. Monat nachdem sein Kampf über der Insel
Guadalcanal abgeschlossen. Sabuo Arasaka, Pilot der dritten Schwadron mit dem Rang Hauptfeldwebel. Gründer und Sieger der Geschichte. Soldat? Visionär. Mein Vater. Wie Familie. Oder Geschäftspartner gedacht. Sondern für seine Feinde. Und es ist kein Zufall, dass es in dieser Stadt ausspricht. Nur noch ein paar Meter. Und so hast du ihn. Aktivität hier. Doch auf! Denn vor 50 Jahren zeigten unsere Gegner hier in Night City ihr wahres Gesicht. Ein feiger Terror, der 4000 Menschen das Leben kostet. Alles Angestellte der Arasaka Corporation. Alle Einzelnen. Der Arasaka Tower bröckelt. Gerne das Gebiet. Ja, es geschieht. Es hat bereits begonnen. Ziel erledigt. Das hört man gern. Am Ende des Raums findest du eine Tür zu einer Treppe. Sie ist die kürzeste Route zum nächsten Schützen. Er ist weit oben. Ich gebe Bescheid. Wie? Oder spricht wie? Hört zu. Mitteilung, dass die öffentliche Sicherheit gefährdet ist. Sie muss hier auf. Sofort. Arasaka ist problemlos in der Lage, seine Leute zu schützen. Frei.
sagt deinem Bus, was ihm lieber ist. Das Arsakadimitsch oder seine Schwester. Alles ist unter Kontrolle. Over and out. Hörst du das? Sie wissen etwas. Vielleicht viel. Wir müssen uns beeilen. Verdient er nicht. Ich traue ihm nicht. Hast du gehört, gegen wen er in den Kriegen gekämpft hat? Genau. Knallt ihn ab! Schieß! Thank you.
Weiter feuern! Versucht, den Wartungsbereich zu erreichen.